Wie geht es dir? Willkommen hier im Stream bei Uncharted 2. Wow, die Leiter war einfach mal eben nicht da, ne? Ich komm nicht dran, komm her, ich helf dir hoch. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Echt hübscher Hintern, Sully. Danke. Hier, Kleiner. Okay. Du lieber Himmel, was für ein Tsunami spült Schiffe so weit an Land. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Sieht leer aus. Wir haben ja eben schon zig Leute getötet. Gucken wir mal weiter. Wo ist denn der Sullyman denn jetzt hin? Da. Ja, nice, also irgendwie was Besonderes scheint es hier nicht zu geben. Runter, Mist. Die Pumpe ist schon wieder. Das verdammte Ding geht ständig. Da geht's weiter. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind's nicht. Worauf warten wir? Die schaffen wir. Weiß nicht, Sally. Vielleicht. Oh mein Gott. Bleibe da. Und Bams, das sah doch cool aus. Und einmal Hepp und das war's. Nice gemacht. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. Sully? Okay, das war's auch. Nicht so frivol, Kleiner. Los, an die Arbeit. Was meinst du mit frivol? Hat er jetzt das Seil hergeholt? Immer stur dem Schlauch nach. So wie in Montreal, hä? Huh? Das wirst du niemals vergessen, was? So, hier scheinen im Moment keine Gegner zu sein. Wir gucken mal, was hier ist. Wir sind schon bei Kapitel 4. Wie viele Kapitel gibt es eigentlich hier, Timothy? Weißt du, das gibt es hier auch wieder 20 oder 21 gab es, glaube ich. Bei Uncharted 1. Okay, alles klar. Warte, warte nur. Eine Sekunde. Oh, da ist wieder sexy Chloe. Aber Elena war mir irgendwie sympathischer als die. Ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Krass, 25 Kapitel nur? Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. 26, okay. Dann haben wir ungefähr 10% schon durch. Dafür hast du mich betrogen. Wenn das ungefähr gleich aufgeteilt ist. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Oha. Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. Jawohl! So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Okay, Kleiner. Showtime! Genug für diesen Mist. Klappe!
Nummer 1 ist tot. Und Nummer 2 ist weg. Bis dann. Da ist noch eine Wache. Warten wir, bis die sich ein bisschen umdreht. Das war nicht so gut, der hat uns fast gesehen. Aber nur fast. Ich hab was gesehen. Komm mal her. Und weg mit dir. So, schaffen wir den jetzt auch noch leise. Und das war's. Was sollten wir jetzt hier nochmal machen? Da müssen wir weitergehen. Wie Munition hier ist, das verunsichert mich so ein bisschen, dass wir so viel Munition hier finden. Das bedeutet normalerweise Massen an Gegnern. Irgendwas habe ich vergessen oder nicht gemacht. Ich muss jetzt mal gucken, wir müssen hier ins Lager. Okay, da müssten wir hin. War natürlich Absicht, dass wir alles abzuschauen. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sally. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel. Um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Oh Gott, das gibt gleich schon mal richtig Ärger. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh Mist. Such alles ab. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Okay. Wie praktisch. Okay. Ja, nice. Eindringling,
So, ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Die gehen einfach mal nicht weg. Ich bin mal gespannt, also ne, beim letzten Spiel gab es am Ende auch so Zombie-Gegner. Mal gucken, ob hier auch irgendwas Übernatürliches ist bei dem Schatz. Das klingt ja fast so. Ich bin mal gespannt und bam! Achso, der ist tot. Guten Appetit. War schön, dass die Pizza lecker war. So, guten Appetit. Du bist ja fertig. Okay. Wo ist der Gegner? Okay. So. Von rechts. So. Wir sind tot. Wir sind tot, scheiße. Ach man, da haben wir es so gut hinbekommen eigentlich. Hilfe! Da haben wir es so gut hinbekommen und dann am Ende dieser Verlust, der war so unnötig. So. Da hinten kommen sie. Okay, der ist schon mal tot. So, sorry, wenn ich ein bisschen ruhiger bei den Schießmomenten bin, beziehungsweise überhaupt bei dem Spiel. Zum Beispiel in den Zwischensequenzen möchte ich nicht dazwischen labern und bei den Schusssequenzen brauche ich meistens ein bisschen mehr Ruhe. So, den haben wir auch noch besiegt. Das war auch nice. So, der ist auch tot. Wie von der Seite, wo denn jetzt noch her? Macht ihn tot. Mein Gott, sind das immer viele. Wo kommen die jetzt noch her? Ich habe hier keinen Überblick.
Scheiße, den treffe ich nicht, der ist zu weit weg. Da sind zu viele! So. Oh mein Gott. Hey Kleiner, willst du mich umbringen? Verstärkung! Ich weiß gar nicht, wo die hingeschossen haben. Da ist noch einer gewesen. Okay. Ist auch noch einer? Da hinten auch, okay. Jackenturm in die Luft. Okay, Sally. Yes. Wir sterben hier wieder. Oder haben wir es nochmal geschafft? Schaffen wir nicht von hier aus. So, das haben wir geschafft. Nice. Okay, das war ein hartes Stück Arbeit, muss ich sagen. Uiuiuiui. Das war richtig anstrengend jetzt. Haben wir jetzt noch gut am Ende hinbekommen. Ein bisschen Glück gehabt. Ein, zwei Treffer und wir wären tot gewesen. Aber wir haben es geschafft, immerhin.